Hi Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Angefangen mit dem Material, was man unbedingt benötigt, wie zum Beispiel diese Widerstände, dieser schwarze Draht und natürlich diese PLCC-SMDs und ganz normale 1206-SMD-LEDs. Angefangen wird immer mit einem Stück Klebeband. Auf diesem Klebeband werden dann die LEDs alle angeklebt, damit man diese besser verarbeiten kann. Ganz wichtiges Thema, die Kennzeichnung von diesen LEDs, entweder ein Pfeil oder wie hier mit einem grünen und einem schwarzen Strich, da kann man Plus und Minus besser auseinanderhalten. Hier werden die LEDs erstmal schön auf dem Klebeband fixiert, damit man die besser verarbeiten kann. Ein ganz wichtiges Thema ist, vorher die Klebefläche mit schwarzem Lack zu lackieren, damit die Lampen später nicht durchleuchten können. Diese LEDs haben keine farbliche Markierung, sondern nur oben rechts eine Kerbe. Los geht's schon mal mit dem Löten. Hier einfach das Lötzinn ein bisschen an den Kontakt halten, dann den Lötkolben mit ungefähr 300 Grad gegenhalten und dann sollte sich die Kontaktstelle in der Regel silber verfärben. Bei dem Draht muss erstmal die Schutzhülle entfernt werden. Das geht einfach mit einem Lötkolben, der ungefähr 450 Grad hat, etwas Lötzinn drauf und da einfach den Draht reingetaucht und dann verfärbt sich diese Stelle auch schon silberfarben und an dieser Stelle kann der Draht leiten und auch direkt an die Diode angelötet werden. Und wenn man die Diode mit dem Draht vom Klebeband lösen kann, dann funktioniert auch der Lötpunkt richtig. Hier einmal alle LEDs, die vorbereitet sind, dann können diese jetzt auf dem Modell mit Sekundenkleber angebracht werden. Dafür braucht man nur ein wenig Fingerspitzengefühl. Je nach Lage der LEDs ist das ein bisschen schwer auch dran zu kommen. Es braucht jedenfalls nicht viel Sekundenkleber, da reicht wirklich nur ein ganz kleiner Punkt, um die LEDs festzukleben und die halten in der Regel auch relativ schnell und auch richtig gut, sodass das, wenn die mal kleben, eigentlich easy ist, ohne Probleme, wie man hier sieht, einfach die LED dran halten, ein bisschen Druck ausüben mit der Pinzette und dann halten die auch relativ schnell am Sekundenkleber. Bei diesem Projekt ist das mit Sicherheit die angenehmste Arbeit, die auch am schnellsten vorangeht. Da hat man beim Thema Verlegen der Kabel zum Beispiel oder beim Löten da wesentlich mehr zu tun. Und wie ihr sehen könnt, auch die Ecken von diesem Treppenhaus wurden schwarz lackiert. Ich würde euch empfehlen, diese Arbeit nicht einzusparen. Ich habe viele Modelle gesehen, bei denen solche Sachen nicht vorher schwarz angemalt werden. Dann leuchten nämlich diese Leuchtdioden durch das Kunststoff, beziehungsweise hat man dann so helle Punkte oberhalb auf der anderen Seite der Diode und dann sieht das immer richtig amateurhaft aus. Wenn ihr schon so viel Zeit investiert in so ein Projekt, dann plant auf jeden Fall diese Arbeiten auch ein. Nach dem Kleben habt ihr dann ein paar Sekunden Zeit, um mit der Pinzette die LED ein wenig auszurichten. Dieser Strahler ist eine PLCC-SMD-LED. Dieser Strahler soll die gesamte Front von diesem Schotterwerk ausleuchten. Und dazu wieder einfach nur einen Tropfen Sekundenkleber hinten den Draht vorbeiführen und einfach den Draht an dem Kunststoff oder an diesem Rohr festkleben, sodass man vorne den Scheinwerfer ein wenig ausrichten kann. Da muss man manchmal ein wenig den Draht halten. Am besten findet man eine Position, wie jetzt hier als Beispiel, wo der Draht von selber hält und der Kleber trocknen kann. Und wenn alle LEDs angebracht sind, kann man damit starten, diese miteinander zu verbinden.
Los geht's hier mal mit den 4 LEDs von dieser Brücke. Verwenden werde ich dafür ein spezielles Kupferband. Auf diesem Band sind 2 unterschiedliche Kupferbahnen aufgebracht, die natürlich getrennt sind voneinander. Und man kann dieses Band einfach mit einer Schere zerteilen und einfach mit Sekundenkleber, wie hier zum Beispiel, unter dieser Brücke festkleben. Das Ganze ist leicht zu verarbeiten. Einfach hier ein wenig Sekundenkleber auftragen. Und das kann auch gerne etwas mehr sein. Und anschließend einfach unten dran kleben, ein bisschen gegendrücken und das war's schon. Hier einmal der Lötkolben, der auf ungefähr 300 Grad vorgeheizt ist. Dann werde ich schon mal die ersten Lötpunkte einfach schon mal setzen, damit ich nicht mit dem Lötzinn und dem Draht und dem Lötkolben rumhantieren muss. So kann man die Sachen gut vorbereiten und einfach den Draht auf den vorhandenen Löttropfen aufbringen. Die Kabelführung ist extrem wichtig, sodass man nach dem Löten nicht noch irgendwas ändern muss. Hier habe ich zum Beispiel unter diesen Treppenaufgängen auch nochmal dieses Band angebracht, um entsprechend die LEDs von den einzelnen Etagen miteinander zu verbinden. Manche Kabel habe ich bewusst sichtbar außen am Modell mit Sekundenkleber festgeklebt, dass man dem ganzen Modell noch ein paar Details mitgibt und dass man von außen noch ein paar Kabel sieht, die am Tank vorbeigehen. Das gibt dem ganzen Modell noch so einen realistischen Charakter. Das hat man ja auch oft beim Vorbild, dass man oben einen Scheinwerfer hat und dann geht von oben nach unten ein schwarzes Kabel und so kommt man so ein bisschen näher an das Vorbild dran. Und das Ganze geht auch gut von der Hand, einfach mit ein bisschen Sekundenkleber und einem Zahnstocher an den Kabeln so ein bisschen rubbeln und dann bleiben die auch sehr schnell haften. Und so schaut das Ganze aus, wenn die LEDs miteinander verbunden sind. Ich habe hier 3 Gruppen, links mit dem hellen und rechts mit dem dunklen Widerständen. Links habe ich 12 Volt, rechts habe ich 5 Volt. Bei den 12 Volt hängen 10 LEDs dran und hier diese eine LED hängt auf einem Widerstand bei 5 Volt und auch die letzte PLCC-LED hängt dann rechts an einem der blauen Widerständen. Und hier noch, wie eben erwähnt, diese sichtbare Kabelführung außerhalb an diesem Modell. Das gibt dem Modell einfach noch die passende Optik. Noch als Tipp, hier oben rechts ist noch ein Video, wo ich ähnliche Beleuchtungen durchführe. Und das geht ein bisschen länger, da gehe ich ein bisschen mehr ins Detail. Wenn ihr Lust habt, dann schaut euch dieses Video gerne an. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.